In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie aus einer Berichtsvorlage einen Bericht generieren können. InLux bringt standardmäßig bereits viele verschiedene Berichtsvorlagen mit sich, die Sie nutzen können. Natürlich können Sie diese Vorlagen auch anpassen und neue Berichtsvorlagen erstellen. Dies ist allerdings Thema eines anderen Videos. Um einen Bericht zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst einmal können Sie projektübergreifende Berichte aus der Projektliste heraus erstellen. Wechseln Sie dazu in die Projektliste und klicken Sie im Ribbon auf Berichte. Wählen Sie Bericht erstellen. Im nun erscheinenden Dialog können Sie diverse Filterungen auf Projekte, Aufgaben, Planung, Zeit und die Budgets einstellen. Wählen Sie zum Schluss auf der Berichtskarte Ihre gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf Bericht erstellen. Abhängig von der Filterung kann dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Anschluss öffnet sich die Vorschau für den erstellten Bericht. Diesen können Sie über das Ribbon weiter bearbeiten, speichern, drucken, exportieren oder sogar direkt als E-Mail versenden. Einen projektspezifischen Bericht erstellen Sie direkt aus Ihrem Projekt heraus. Dazu navigieren Sie in Ihr gewünschtes Projekt und wechseln im Ribbon auf den Bereich Berichte. Über den Button Bericht erstellen gelangen Sie in einen ähnlichen Filterdialog wie zuvor. Hier können Sie erneut Filterungen auf Ihre Bereiche einstellen, die Berichtsvorlage auswählen und mit einem Klick auf Bericht erstellen die Vorschau für Ihren gewünschten Bericht erstellen. Aus der im Ribbon vorhandenen Dropdown-Galerie lassen sich Ihre Berichtsvorlagen direkt ohne Filterung ausführen. Zum Schluss erhalten Sie auch hier wieder die entsprechende Vorschau des gewählten Berichtes, diesmal allerdings nur für das aktuell geöffnete Projekt.